Servus Leute, Powerpyro am Start. Heute ist der zweite Advent, da zünden wir auch die zweite Kerze an. Genau, los geht's. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Ja, aber das wäre jetzt schon geil, wenn wir wieder Feuergeschenk bekommen würden. Das wäre ziemlich geil. Ja. Da ist das Ding! Hey! Und Dankeschön, Nummer zwei. Danke dir. Viel Spaß, Jungs. Los geht's. So Leute, dann packen wir mal die guten Dinger wieder aus. Schöne Pakete, professionell eingepackt. Oh, und da kommt mir auch schon was sehr Schönes entgegen. Einmal China Cracker von Diamond. Sehr geil. Dann von Leslie, die China Belladé. Und hier haben wir die Screaming Arrows von Leslie, müsste das auch sein, oder? Ja, genau. Okay, was ist im anderen Paket? So, und hier noch ein richtig dickes Paket. Kommen wir auch mal rein. Geschenk von TFS. Alter Schwede. Da haben sie sich natürlich nicht lumpen lassen. Und ein ordentliches Luna Collection rausgehauen. Brillant Leuchtfeuerwerkssortiment. Mit 11 teiligen, besonders effektstarken Feuerwerk-Highlights. Ja. Auf jeden Fall, da freuen wir uns drauf. Geil. Ja Leute, dann zippt mir die Sachen mal, los geht's. So, dann fangen wir an mit den China Crackern von Diamond. 8 Stück in der Packung, sprich für jeden 4. Einmal, voilà, zweimal. Ab dafür. Und dann wie immer feuerfrei. Okay. Ja. Eher süß. Hoppala. Naja. Ja, ganz nett. Aber dann haben wir mal hier etwas größere, zwei J-Böller. 4 Stück in der Packung. Also für jeden 2. Oh, da ist jetzt auch schon was. Ja, die rote Pest. So, so, so. So, die schmeißen wir vielleicht mal einen halben Meter weiter. Ja, okay, also ich würde sagen, die waren auf jeden Fall eine deutsche Schlaute. Die Schnipsel auch noch ordentlich. So. Jetzt haben wir noch die schönen Screaming Arrows. Kleine Luftpfeifer mit Stab. Wie viele sind da drin? Keine Ahnung. Aha, 10 Stück, 12 Stück. Ja. Hol einfach mal ein paar raus. Ja. Nein. Stecken wir mal alle in den Boden rein. Komm mal hier am besten. Da müsste das doch bestimmt gehen. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Nicht? Aufstellen, alles gut. So, auf, hab, dann zünden wir jetzt mal ein paar. Moment. Ready? So viel wir gehen einfach. Okay. Ganz gut. Aber du, ich hab mal eine Idee. Keine Ahnung, ob die Dinger wegfliegen. Aber schauen wir mal. Bisschen. Ja, etwas. So, jetzt haben wir noch ein paar. Die letzten 4. Moment. Oh. Also die Stäbe sind nicht so stabil. Kurz, aber schrill. Glück hat eins auf jeden Fall ganz gut. Cool. Und dann machen wir jetzt weiter mal mit Luna Collection. Ein 11-teiliges Set. Teile? Von Weco. Und dann machen wir das mal auf. So, ich würde mal sagen, wir machen erst die Frölis, oder? Ja. Altbekannt. Darf ich nur 2 drin? So, ja, jeder 1. Also schön. So. Und Schnur. Dann schauen wir mal. Gar keine Tisch. Doch. Versuch einfach. Bist du ready? Ja, nett, meine Richtung. Oh ja.
Das ist ein Grill. Okay, ich glaube, das Teil ist aus. Also meins hat ein bisschen komische Schlussfolge. Geil. Die ersten zwei, drei Schüsse sind einfach so rausgepurzelt und... Ja, so, was haben wir hier? Die Gigant, also Vulkanausbruch Gigant. Geil. Gigantisch groß. Eins und zwei. Dann hauen wir die einfach mal nebeneinander auch raus. Ja, klein, aber fein, aber besser als gedacht auf jeden Fall. Ja, brennt auch ordentlich. War nicht richtig in Fahrt gekommen. So. Und dann haben die hier noch mehr Vulkane. In der Dreierpackung diesmal. Noch etwas kleiner. Hoppala. Vulkan. So sehen die Dinger aus. Und dann stellen wir auch wieder alle drei nebeneinander, würde ich sagen. Ja. Hast du zwei oder soll ich zwei? Starker Ausbruch. Krasser Auswurf, so knapp, dreieinhalb Meter. Das machen wir weiter. Machen wir hier mit der altbekannten Chrysanthemenfontäne weiter. So sieht das Ganze aus. So, als nächstes die Knisterkometenbombe mit einer Effekthöhe von knapp 10 Meter. Schauen wir mal, was das Teil kann. Erinnert mich jetzt so von der Größe und vom Aussehen her an Dumbum Single Shot. Bezweifle aber, dass es so ein Teil ist. Und go. Feuertopf oder wie man immer es auch nennen mag. Knister-Kometenbombe. Noch nie gehört, noch nie gezündet, aber gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir auch schon hier die Chico Chico, die sollte jedem mal ein Begriff sein. Altbekannt, Klassiker. So, ja, die steht schon wieder gar nicht gut.
Okay, und ganz zum Schluss dann die Trio Riesenfontäne, so eine Dreifachfontäne. Relativ groß, oder? So, darf ich mal kurz hier stehen? Merci. So sieht das Teil aus. So, stabiler Stand, keine Bedenken. So Leute, das war's. Wir danken wie immer den TFS und wünschen euch allen einen schönen zweiten Advent. Ja, genießt die Zeit. Auf jeden Fall, ja. Wir haben wie immer Spaß, die Artikel für euch zu finden. Und ja. Wir danken nochmal den TFS fürs Geschenk. War auf jeden Fall richtig gut. Wie immer eigentlich. Sind wir schon gewohnt von denen. Und ja. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.